auch schlafen. Das ist ja das, aber wie Es gesagt, geht weiter. ich bin halt. Ja. So, und weiter geht's. Ich habe keinen Ton. Lauter drehen, lauter drehen, lauter drehen. So. Und wo wollten wir jetzt lang? Finde eine Lösung. Warte, da steht, finde eine Lösung, um den umgestürzten Schrank zu bewegen. Das heißt aber nicht, dass man eine Lösung finden. Da ist ja jetzt. Was? Nein, da ist. Schaffst du es irgendwie auf die Kisten drauf zu kommen? Ich habe nicht so eine Idee. Nein. So, vielleicht hier irgendwo hoch. Cola getrunken. Den Schrank? Nein. Oder können wir eine Kiste sch... Ah! Ha, ha, ha! Ist auch... Ah, endlich! Wir kommen weiter! Und ich habe... Und ich werde auch top, wenn ich noch eine Kettensäge höre. Praktisch. Nicht du. Ich weiß, was passiert, wenn man ein wütendes Mädel in einen Laderoboter lässt. Nimmst du? Wie du willst. Ich gönn's dir. Wir könnten ausnahmsweise mal Glück haben. Das Zeug könnte brauchbar sein. Colon KR-70 fordern Lebensmittel-Evakuierung. Sind auf deutschem Boden. Roger, nicht durchsägen. Nicht durchsägen, das sind Lebensmittel. Wir werfen eine Rauchgranate als Markierung. Wird gemacht. Komm schon, bringen wir das raus. Nein, Lebensmittel. Nein, 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 okay. Siehst du irgendwo einen Ausgang? Also, treten wir eine Tür ein und schaffen das Zeug raus. Ich überlege gerade, wie ich diese Kiste hier abstelle. Momentan stört nur die Kiste irgendwie. Nein. Warte. Was haben wir denn hier? Oh, ein schönes Spielzeug. Aber jetzt ist mal trotzdem. So kann ich rausgehen. Oder durch die Eingangstür zurück. Nee, hier komme ich nicht durch. Warte, wer? Ich sehe einen Exit. Ein Exit zu sehen. Ja, ich sehe es. Komm mal her, ich weiß nur nicht, was dahinter ist. Und ich habe jetzt keinen Bock, mit dem Ding hier in den Locust-Herde reinzunehmen. This is Sparta! Wow. Hey, ich sehe grünen Rauch!
Noch ein Storm. Geben wir etwas Sperrpulver. Diese Dinger sind überall. Landezone sichern und dann schnell mit dem Zeug zum Abholpunkt. Hallo, das Auto muss auf dem Weg. Das Auto muss aus dem Weg. Das war total. Tor! Nein, kann ich nicht. Yeah. Ja, ich kann die Überweise nicht absetzen. Ist hier ein Bus? Zieh auf die Katze! Schafft deine Jungs hier raus. Wir geben euch Deckung. Ihr habt's gehört. Machen wir einen Abflug, Baby. Cole, die Leuchtenden überrennen Hanover. Machen wir Schluss für heute? Uns fehlt immer noch das Lagerhaus. Und natürlich das Stadion. Oh, natürlich das Stadion. Du machst keine Pilgerfahrt oder so? Hey, ich bin nur gründlich. Das sieht nicht sicher aus. Na los, wir müssen hier durch, so schnell es geht. So, das tut definitiv nicht gut. Geht weiter! Tja, das war spaßig. Hey, hörst du das? Gucken wir mal, ob jemand Hilfe braucht. Ja. Klingt, als bräuchten sie Unterstützung. Kontakt! Kriegs voraus! Nehmt euch vor seinem Glibber in Acht! Was denn? Was ist das denn? Ah! Jetzt schon ist Slam! Verdammt! Oh ja, also ich bin auch ab dafür! Aber lässt es mich natürlich vom ersten Glibberzeug treffen. Und ja, hier. Aha, es brennt, es brennt, es brennt, es brennt. Ich renne. Komm schon. Nicht sterben, du Tun. Ich bin gleich bei dir. Warte. Hölle seid ihr, Junge. Hallo. Nötige Hilfe. Schieß auf die Kapseln. Carmine hat mich nur belebt. Hilfe.
schaffen. Munition, alle. Mehr. Ich habe noch 10 Schuss. Also habe ich nichts. Brauche Munition. Habe ich auch nicht. Alles ist verpulvert. Ich arbeite gerade schon mit den Waffen der Gegner. Sprechen wir jetzt mal mit den Leuten. Ja, warte, ich brauch... kann's kaum erwarten. Denk dran, wir sind auch so nicht anders, doch. Damon. Wir wollen alle nur so gut wie möglich über die Runden kommen. So. Ah, stinkendes Leuchtvieh. Meine Güte, was zum Geier? Hey, Feuer einstellen! Wir sind auf eurer Seite. Sorry. Was für eine Überraschung. Die gepanzerten Wunder kommen, um uns zu retten. Habt ihr schon mal mit Dankbarkeit versucht? So als Abwechslung zum ewigen Sarkasmus? Ignoriert ihn. Jemand hat ihm als Kind den Teddy weggenommen. Sind alle in Ordnung? Ja, danke für die Hilfe. Wir schulden euch was. Hey, du bist doch dieser Kerl, nicht wahr? Du bist Augustus Cole. Cole Treen. Was bringt dich hierher zurück? Hey, du erinnerst dich wirklich an mich, Baby. Bin nur auf der Durchreise, auf der Suche nach Nahrung. Falls ihr was zum Tauschen habt, wüsste der Coltrane das sicher zu schätzen. Na gut, kommt rein. Wir haben zwar kein Essen übrig, aber vielleicht etwas anderes für euch. Ich meinte Vorräte. Zum Glück trage ich einen Helm. Hier lang, Leute. Hey, wir sind auf dem Weg zum Stadion. Gibt's etwas, das wir wissen sollten? Cool, es ist nicht leer. Das hatten wir uns schon gedacht. Sagen wir mal, die Chefin da drüben ist kein großer Core-Fan. Ich würde euch empfehlen, einen Bogen um sie zu machen. Naja, wo Menschen sind, sind Vorräte. Hey, du bist der Coltrane. Vielleicht ändert dein Charisma ja etwas. Hanover ist immerhin deine Heimat. So, Entschuldigung, dass ich gerade nicht antworten konnte. Nein, wüsste ich nicht. Ja, so nennt er sich ja. Lustig, sobald die Chor auftaucht, wimmelt es nur so von Leuchtenden. Muss euer Fanclub sein. Ihr wisst, wer der Große ist, oder? Also, was habt ihr für uns? Shampoo, Conditioner, ein Knebel für meinen Freund hier? Nein, nur Munition. Sie liegt dort hinten. Das ist ein Laden nach meinem Geschmack. Wow, bist du es wirklich, Coltrane? Hallo ihr, wie geht's euch? Ob sie einen Eimer haben, in den ich kotzen kann? Coltrane? Hi, Coltrane. Wer spricht mit mir? Also, wo hast du es erwischt? Naja, ihr werdet überrascht, wie viel ihr alle im Laufe der Jahre herumliegen lasst. Nicht mehr weit. So, der Coltrane ist zurück! Hey, ho, wie geht's? Ich kann es nicht glauben! Er ist es! Coltrane!
Schön, euch zu sehen. Es ist gut, zurück zu sein. Ist Coltrane Footballspieler oder Nationalheld? Allmählich verschwimmt die Grenze. Oh nein! Da ist sie! Zum Teufel nein! Nur noch eine Schleife. Michaelson wird hocherfreut darüber sein. Gut gemacht, Cole. Das ist wirklich großzügig, nein. Ma'am. Wir wissen es zu schätzen. Aber gerne doch, Coltrane. Ja, deine Fans lieben dich wohl immer noch. Tja, meine Mutter hat mir Manieren beigebracht, Sohn. Bert an KR-70. Wir haben eine Ladung Munition zur Abholung bereit. Hier ist KR-70. Verstanden. Achtung, Leute. Da draußen feuert ein Witzbold auf der Jahrhundertbrücke aus einem Geschützturm wild um sich. Wir halten großen Abstand. Passt auch auf eure Rückseite auf. Ach, in der Nähe dieser Arschlöcher bin ich sowieso immer wachsam. Bert, Ende. Okay, nächster Halt, Cougar Stadion. Könnte glatt gehen. Ich würde mich bedienen. Bedien dich. Du kannst wirklich die Munition darunter nehmen. Bin leer. Voll und Granaten hat er nicht. Schade. Hey, du am Tor! Kannst du bitte aufmachen? Danke sehr! Du bist so beliebt bei den Fans. Ich hab das Spiel noch nicht gespielt. Hallo. Da ist das Sie waren noch nicht. Und guck mal da vorne ist das Hangover Stadion. Ziel auf die Katze! Ja. Zeitkontakt! Diese hässlichen Bastarde gehen mir langsam echt auf den Sack! Bist du eigentlich mittlerweile schon ein Lieblings-Carmine? Achtung! Ich wollte mein Autogramm! Verluste! Wiederbelebung! Hast du schon so ein dickes Kammer? Anthony, Benjamin oder Clay? Clay heißt er. Ziel auf die Kapseln! Ja, das ist mal anderes. Jetzt hat er mal weitergeschmissen als vorher. Das meinte ich vorhin. Ein einziges Mal hier einem Gegner den Kopf abschießen. Okay, hier lohnt sich das nicht so richtig, weil die ohne Kopf ja gar nichts mehr machen. Die sehen ja nur. Nur mal wieder Locust als Gegner haben. Bei denen sieht man ja. Die explodieren. Nein, nicht die Locust durchsägen, du Idiot. Ich hatte jetzt nicht vor, meine eigene Deckung zu sägen.
Wiederbelebung! Das ist gerade etwas Scheiße! Scheiße! Los zu Sam! Zu Sam! Sam ist da hinten! Wiederbelebung! Wo wart ihr denn bitte schön? Wir verrecken hier! Und hier muss wieder ein Cut her! Praktisch, wir sterben immer genau, wenn wir Cut haben.